Wie kann ein Schlaganfallpatient so schnell wie möglich wieder fit werden und sich in seine neue Lebenssituation integrieren? Das SRH Kurpfalz-Krankenhaus in Heidelberg geht hier neue Wege. Es hat ein neues Management für die neurologische Frührehabilitation der Phase B eingeführt. Es basiert auf dem ICF-Modell, einer internationalen Klassifikation zur Funktionsfähigkeit der Patienten. Dieses Konzept ist bisher einmalig in Deutschland und betrachtet den chronisch kranken Patienten in seinem gesamten Umfeld. Wolf-Christian Marquardt besucht seinen Sohn Fabian. Der heute 27-Jährige wurde vor einem Jahr in Stuttgart von einem Auto überfahren. 65 Tage lag er auf der Intensivstation. Er erlitt ein schweres Schädelhirntrauma. Die Prognose damals: Fabian hat kaum eine Überlebenschance und wenn, dann als Wachkoma-Patient. Seit November ist Fabian in der Rehabilitation im SRH Kurpfalz-Krankenhaus. Und seitdem macht er erstaunliche Fortschritte. Vor 4, 6 Wochen habe ich einen Anruf bekommen von der Pflegestation. Herr Marquardt, der Fabian möchte Ihnen was sagen. Und dann hat man ihm einen Telefonhörer gegeben und hat er dann Papa gesagt. Das ist heftig, das ist echt heftig. Und er hat dann wirklich angefangen, Worte zu bilden. Ganz, ganz wenig, ganz, ganz schwach, relativ unverständlich noch. Aber aufgrund seiner Schädigung, linke Hirnhälfte, ist das eigentlich auch laut dem Chefarzt hier, Dr. Becker, fast unmöglich, dass das geschehen kann. Und es ist geschehen und auch er spricht von einem Wunder. Wunder kann auch das Team im SRH Kurpfalz-Krankenhaus nicht versprechen. Aber mit dem neuen Management, basierend auf dem von der Weltgesundheitsorganisation WHO erstellten ICF-Modell, der internationalen Klassifikation zur Funktionsfähigkeit von Patienten, hat sich vieles verändert. Im Mittelpunkt steht für das gesamte Team der individuelle Mensch in seiner neuen Lebenssituation. Weg von einer reinen Betrachtung der Funktion hin zu einer Betrachtung des jetzt chronisch kranken Patienten in seiner Lebenssituation, verbunden mit den persönlichen Faktoren wie Motivation, soziale Integration, familiäre Integration, Hobbys, hin zu Förderfaktoren oder Barrieren seiner Umgebung. Schafft der Patient es ohne Behinderung in den Garten, weil er seine Pflanzen so sehr geliebt hat? Wir schaffen uns also mit dem strukturierten Aufnahmegespräch, mit den Angehörigen, mit den Therapeuten ein mehrdimensionales Bild des Patienten in seine Lebenssituation. Wir betrachten die Ganzheitlichkeit, das Innehaben dieser Lebenssituation und das betrachtet man als Teilhabe. Zu dieser Teilhabe gehört auch das strukturierte Aufnahmegespräch mit Angehörigen. Auch hier nimmt das ganze Team teil. Denn nicht nur für den Patienten, auch für die Angehörigen ändert sich nach einem Schlaganfall oder einem schweren Unfall das ganze Leben. Das Team erhält im Gespräch wichtige Informationen über den Patienten. Aber auch den Angehörigen selbst kann viel besser geholfen werden. Für die Angehörigen bedeutet es in erster Linie, dass sie sehr früh mit eingebunden werden können. Bei uns, das heißt, sehr früh natürlich mit der Situation auch konfrontiert werden, aber dadurch im Nachgang dann die Chance haben, auch die Situation besser zu begreifen, besser zu verstehen und auch vielleicht früher Lösungsmöglichkeiten zu finden. Das Problem, was immer entsteht, ist, dass Patienten dann oder Angehörige sehr schnell damit konfrontiert werden, dass die Patienten entlassen werden müssen. Und was ist dann? Und hier können wir sehr früh schon ansetzen und den Weg bahnen. In die Frührehabilitation B kommen Menschen unmittelbar nach der medizinischen Akutversorgung. Viele Patienten können sich weder bewegen noch kommunizieren. Mit dem Lokomaten beispielsweise lernen Patienten wieder erste Schritte zu gehen. Für die Therapeuten bedeutet das neue Konzept ein Quantensprung in der Behandlung. Der Vorteil daran ist natürlich, es ist nicht nur innerhalb des Hauses vergleichbar und gleich, sondern auch innerhalb Deutschlands theoretisch international vergleichbar, weil die ICF ja schon seit vielen Jahren existiert und natürlich in ganz vielen Sprachen existiert, sodass dann immer klar ist, dieses Item steht für genau diese Funktion, die der Patient halt kann oder nicht kann oder eingeschränkt beherrscht, sodass man dann einen Reha-Erfolg gut messen kann. Das Ziel, der chronisch kranke Patient soll in seiner neuen Lebenssituation am gesellschaftlichen Leben teilhaben. Dafür arbeiten alle im Team eng zusammen. Ein regelmäßiger Austausch ist wichtig.
Das interdisziplinäre Arbeiten in einem Team aus Neuropsychologen, aus Logopäden, Physiotherapeuten, Ergotherapeuten und der Pflege verbunden mit der Musiktherapie und natürlich nicht zu vergessen den Ärzten. Dieses Zusammenwirken ist immens wichtig. Das Nutzen einer gemeinsamen Sprache in diesem multidisziplinären Team ist ebenfalls immens wichtig. Und deswegen bedienen wir uns der Elemente dieser internationalen Klassifikation der Funktionsstörung, dieser ICF. Fabian hatte eine glänzende Karriere als Banker vor sich. Seine Lebenssituation heute sieht anders aus. Doch er kann wieder lachen. Und das ist viel.